Hallo, herzlich willkommen zum kleinen IPv6-Exkurs für Smart Home System Fanatiker oder Freunde der italienischen Oper oder wie auch immer. Ich bin hinreißend schlecht vorbereitet, weil ich relativ kurzfristig von dem Vortrag erfahren habe. Deswegen habe ich da einen alten Foliensatz. Das macht aber nichts. Das Protokoll ist noch älter als meine Folien. Es wird also im Wesentlichen passen. Der Foliensatz ist hat weit mehr Details, als ich heute besprechen werde. Jo. Licht bin ich zu finster. Sinistre Macht. Okay. Bin ich, ja. Dann sieht mich keiner. Ich kann mir natürlich auch da in die Sonne stellen. So. Da ist kein, fehlt ein Tick so, also so ein Isolierbandkreuz am Fußboden, damit ich weiß, wo ich stehen darf. Gut, also Ziel und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, kurz mal zu umreißen, wie viel IPv6-Wissen muss man haben, um erfolgreich und sinnvoll ein Smart-Home-System, insbesondere eben auf der Smart-SARA-Basis, aufzubauen. Deswegen werde ich da einfach durch meinen bestehenden Foliensatz durchspringen und überall dort, wo ich glaube, dass das jetzt sinnvoll ist, was drüber sagen. Und wenn ich dann irgendwie große Lücken lasse oder sonst irgendwie Fragen auftauchen, dann würde ich sagen, machen wir das einfach interaktiv und direkt. Also ich glaube, das weiß jeder, dass das IPv4 der Vorgänger und im Moment noch der Platzhirsch ist bei den Internetprotokollen. Und dass das große Problem ist, dass diese Endpoint-zu-Endpoint-Kommunikation, die ursprünglich geplant war, derzeit nicht gegeben ist, weil wir eben einen Adressraum haben, der viel zu klein ist und weil dazwischen NAT-Boxen sitzen, die als Konzept einmal gut im Moment eigentlich mehr im Weg sind als sonst was anderes. Ja, das sind vielleicht ein paar interessante Basics zum Rekapitulieren. 32-Bit-Adressen ergeben also 4,3 mal 10 hoch 9 IPv4-Adressen, die in relativ großen Blöcken verteilt sind. Dann habe ich da noch ein bisschen, ja, das ist alles, da habe ich da noch ein bisschen recherchiert, wo die ganzen Verteilungen sind, aber das ist jetzt alles wurscht. So, jetzt habe ich da eventuell eine Folie übersprungen. Nö, passt schon. Okay, ich sehe den Foliensatz auch, glaube ich, seit 2 Jahren oder so das erste Mal. Gut, IPv6-Adressen sind jetzt größer, das ist gut, weil sie bieten ein bisschen mehr Platz. Man hat sich also gedacht, wir machen das ganze Ding größer, wir machen die Adresse nicht doppelt so groß, sondern wir machen sie 4-mal so groß, weil, ja, weiß ich nicht, Moore's Law hat uns geholfen oder was auch immer. Also IPv6-Adressen sind jetzt 128-Bit lang. Da oben sieht man so schön, wie sie so typisch aufgeschrieben werden. Die werden also jetzt nicht mit Punkten, sondern mit Doppelpunkten getrennt geschrieben und das sind dann bis zu 8 Blöcke in hexadezimaler Schreibweise. Ja, ich kann es mir nicht verkneifen, obwohl ich mittlerweile selbst zum Management gehöre. Führende Nullen können entfallen, das würde man sich im Management oft wünschen. Bei IPv6 geht das. Man kann jetzt natürlich, also da sieht man, wie eine Adresse in ihrer vollen Pracht und Herrlichkeit ausschaut, wenn man sie ausschreibt. Die ist also relativ lang und es ist relativ eklig, sowas zu schreiben und sich sowas zu merken. Deswegen gibt es ein paar Abkürzungsregeln, die man im Hinterkopf behalten sollte. Das heißt also, jeder Block, der mit einer Null, mit einer oder mehreren Nullen anfängt, dem kann man die Nullen vorne wegnehmen. Blöcke, die komplett aus Nullen bestehen, die kann man komplett rausstreichen, aber damit die Adresse eindeutig bleibt, darf man nur einen seinen Block rausstreichen. Das habe ich da an einem Beispiel aufgeführt. Das ist eine Adresse, die hat also hier einen Nullblock, und also zwei Nullblöcke und da hinten einen Nullblock. Wenn ich da jetzt beide rausschmeiße, dann sieht jemand, der die Adresse expandieren will, nur, da fehlen eigentlich 3 Blöcke. Die kann ich mit Nullen auffüllen, aber ich habe 2 Positionen, wo ich füllen kann. Und damit, in Kombinatorik bin ich jetzt um die Tageszeiten immer so firm, damit ergeben sich so mindestens 2 Möglichkeiten, wie ich die Adresse zusammenbauen kann. Und das sind dann halt einfach 2 widersprüchliche Adressen. Das heißt, üblicherweise nimmt man dann den längeren zusammenhängenden Block an Nullen raus.
und schreibt das so auf. Das ganze Thema ist aber immer nur dann relevant, wenn man die IPv6-Adressen in menschenlesbarer Form schreiben möchte und wenn man sie irgendwie händisch einklopft oder jemandem vorliest oder sonst was tut. Meine Empfehlung ist, das macht man nicht. Man kümmert sich ums DNS. Ja, was man da an der vorigen Adresse schon gesehen hat, das ist ähnlich, wie man das von IPv4 und CIDR oder CIDR oder Classless Interdomain Routing kennt, diese Slash-Notation hier mit der Präfixlänge, gibt es natürlich in IPv6 auch. Also auch eine IPv6-Adresse enthält einen Netzwerkteil und einen Hostteil. Das wäre jetzt an diesem Beispiel, das grün geschriebene ist das Präfix, also der Netzwerkteil, in dem Fall hier erkenntlich 64 Bit lang, also die Hälfte der Adresse. Und der schwarze Teil ist dann der Host Identifier. Andere Variante wäre diese Adresse, die hat eine 48-Bit Netzmaske und entsprechend ein paar Hosts mehr in diesem Subnetz. Ja, je kleiner das Präfix, desto größer das Netz. Das gilt genauso wie in IPv4. Gibt es irgendjemanden, der sich mit den Begriffen Routing, Netze im IPv4-Bereich unsicher ist? Oder kann ich diese Dinge einfach voraussetzen, dass man so Präfixlängen und was der Sinn von einem Präfix ist? Ja, okay, ich setze es jetzt einfach voraus, ganz diktatorisch. Und wie gesagt, also wenn es Fragen gibt, einfach Fragen. Ich bin nicht ungehalten oder böse deswegen. Ja, was wird jetzt vergeben in der Praxis? End-User bekommen typischerweise /64 Netze. Das heißt, ich kriege zu Hause für mein privates Netz das Internet mal das Internet als Adressraum zur Verfügung. Damit sollte man als Privatperson auskommen. Und davon gibt es nochmal das Internet mal das Internet Netze. Weil ich habe so 64-Bit Netzkennungen und in jedem Netz 64-Bit Hosts. Also auch für unser Smart-Home-System mit Sensoren müsste das eigentlich theoretisch reichen, wenn man jetzt jeden Winkel jedes Raums ausfüllt. So große Häuser haben wir nicht. Das ist also die kleinste sinnvoll zuzuteilende Netzgröße. Der Ralf kann ein Lied davon singen, was passiert, wenn man versucht, kleinere Netze zu zerteilen. Also wenn man Stateless Auto Configuration verwenden will, das ist das Kleinste. Mit DHCP geht es theoretisch noch kleiner, also DHCP Version 6, aber der derzeit existierende DHCP Client ISC ist buggy und gibt immer einen /64. Ja, man kann es aber fixen, weil man muss nur das Skript fixen, was aufgerufen wird, und dort das /64 nicht setzen, weil eigentlich sollte es ja über Router Advertisement DHCP kommen, ICMP Version 6 gesetzt werden, das Präfix. Und dann geht's. Also got it working, aber ja, also die Empfehlung, ein steiniger Weg. Die Empfehlung an sich war oder ist, glaube ich, nach wie vor noch gültig, the way to go ist 64-Bit-Subnetze als kleinste Einheit zu machen, dann funktionieren nämlich eben so schicke Dinge wie Stateless Auto Configuration, auf die ich dann gleich zurückkommen werde. Ja, kleinere Netze sind möglich, aber eigentlich mehr in Sonderfällen nötig. Dann sollten an sich Provider an ihre Kunden /56 Netze vergeben, damit dann der Kunde 256 Netze mit jeweils 64-Bit Subnetzmaske da drinnen aufbauen kann. So die Empfehlungen. Spannend ist jetzt natürlich noch die Adresstypen, weil wir kennen im IPv4-Bereich die global routbaren Adressen, dann kennen wir die Loopback-Adresse und wir kennen die RFC 1918 Adressen, also die 192.168 Subnetz, den 10er Adressblock und den 172.31, oder wo geht der los? Ja, da gibt es noch so einen Block, habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Nö, egal. So etwas Ähnliches gibt es in IPv6 auch und wieder, aber aus anderen Gründen. Es ist ja grundsätzlich so, dass uns die Adressen nicht ausgehen werden. Famous last words. Ich werde es wahrscheinlich in meiner Lebensspanne nicht mehr erleben, in diesem Fall. Und daher ist es eigentlich nicht notwendig, jetzt irgendwelche privat verwalteten Adressteile zu generieren. Es gibt aber doch ein paar interessante Situationen. Und daher gibt es Präfixe, die vordefiniert sind aus dem Protokoll.
und die nicht für irgendwelche anderen Dinge vermurkst werden sollten. Alle Adressen, die mit FE80 beginnen, sind sogenannte Link-Local-Adressen. Die gelten nur in der Broadcast-Domain. Das heißt, die werden verwendet für alles, was irgendwie am lokalen Segment an Traffic läuft, was so ARP oder eben DHCP-artige Dinge sind und werden im Internet nicht geroutet. Jeder Netzwerkstack, jeder Protokollstack, der eine Netzwerkkarte initialisiert, baut für die mal eine FE80-Adresse auf und befüllt die hinteren 64 Bit in der Regel, das kommt dann eh noch, mit einem Teil oder mit einer etwas erweiterten Form der eigenen MAC-Adresse im Fall von Ethernet-Interfaces. Dann gibt es, oh ja, die heißen jetzt anders. Nö, die heißen jetzt so, genau. Dann gibt es etwas, was eben früher hieß es Site Local, das sind diese RFC 1918 Adressen etwa, heißen jetzt Unique Local IPv6 Unicast, ein wunderschön kurzer, griffiger Begriff. Adressen, die fangen mit FD00 an. Das ist ein Segment, das kann man sich selbst definieren, wird auch nicht geroutet im großen Maßstab, also alle dynamischen Routing-Protokolle ignorieren diese Adressen, außer man konfiguriert sie dort explizit hinein. Und das dient dazu, dass man eben, wenn man mehrere Standorte hat, dass man dort eindeutige Netze definieren kann, die, wenn man sie dann über VPN-Tunnel zum Beispiel zusammenschließt, sich nicht überschneiden. Das ist das, was jetzt dem jeder, der mal irgendwo in irgendeiner Form zwischen verschiedenen Firmen oder Dienstleistern oder so VPN-Tunnels administrieren musste, im IPv4, in der IPv4-Welt ist mindestens einmal in die Situation gekommen, dass man zwei Netze mit 192.168.0.0 verbinden musste. Das ist blöd und das kann man damit abfangen. Wie ist dieses aufgebaut? Ich habe da vorne das Prefix, also die Kennung, dass das jetzt eine Unique Local IPv6 Adresse ist. Dahinter kommt eine 40-Bit Random ID, dann sind noch 16-Bit für die Subnetzadresse, für die Subnetz-ID und 64-Bit für den Host drinnen. Das kann man sich jetzt überschlagsmäßig ausrechnen, dass das für die meisten Fälle ziemlich gut ausreichen wird. Spannender sind jetzt natürlich diese Adressen, das sind die Global Unicast Adressen. Also das ganze 2000/3 Segment ist für global routbare und eindeutige Adressen reserviert. Die werden verteilt wie eben die Klasse A, B, C Netze in der V4-Welt. Ein paar spezielle reservierte Blöcke gibt es da bereits. Es gibt viel mehrere, aber die prominentesten sind zum Beispiel die Teredo-Adressen, die für V6 in V4-Tunnelbroker reserviert sind. Das ist auch ein ganz wichtiges Segment, 2001 DB8 ist das Segment für die Dokumentationsadressen. Sprich, jeder, der irgendwie Dokumente über IPv6, der Beispielkonfigurationen irgendwo aufschreibt, der irgendwelche Präsentationen hält, sollte dort tunlichst Adressen aus diesem Segment verwenden. Weil wenn das irgendjemand dann einmal abschreibt und sein privates Netz mit diesen Adressen konfiguriert, weiß spätestens der Router vom ISP, okay, das kannst du schmeißen, das brauche ich nicht hinausrouten, da hat irgendjemand nicht fertig gelesen. Und das Segment 6-to-4 ist reserviert für eine dieser vielen Übergangstechnologien von V4 und V6, ist für uns jetzt aber auch nicht wichtig, weil da geht es wieder um globales Routing, das hat im Smart-Home-Bereich jetzt weniger Bedeutung. Interessanter sind dann wieder diese Multicast-Adressen. Es gibt Multicast-Klassen, die ich da nochmal auf einem anderen Slide zusammengefasst habe. Genau. Weil ich schon gesagt habe, es passiert, das ist von der Reihenfolge irgendwie kaputt, weil ich eigentlich vorher wahrscheinlich über Stateless Auto Configuration sprechen sollte. In einem Subnetz gibt es gibt es ein paar Multicast-Gruppen. Wo sind denn die jetzt? Die erste nach Scope, ne? Naja, nach Scope, aber die gibt es ja nach Funktion auch, die All. So, da sind sie. Es gibt also eine Multicast-Gruppe All Nodes. Da sind automatisch alle Knoten drinnen. Dann gibt es eine eigene Multicast-Gruppe All Routers. Da sind nur Router drin. Es gibt dann eine für Printer, glaube ich, auch vordefiniert. Es gibt ein paar von denen nach Verwendungsgruppe, nach Typ. Und dann gibt es die ganze Geschichte eben noch einmal nach
nach dem Scope. Und zwar, das ist aber irgendwo intelligent zusammengebaut. Ah ja, genau, wenn ich die zwei Tabellen kombiniere, dann kriege ich das zusammen. Also das letzte Nibble hier entscheidet nach dem Scope, also Link Local. Selbes Interface, so selbes Link Local, Site Local, also jetzt Global Unique IPv6 Unicast. Und die Global Unicast Adressen, also die wirklich international oder global routbaren. Und innerhalb dieser Gruppen entscheide ich dann noch einmal hinten, mit wem ich jetzt sprechen will. Also wenn ich mit allen Knoten im gesamten IPv6 Internet sprechen will, wenn ich es wirklich will, dann spreche ich FF0E::::1 an und kriege von Zillionen von Hosts Antworten. Oder hoffentlich eben nicht, weil das irgendwie alle Router dazwischen stanzen werden, weil das Unsinn ist. Aber zum Beispiel jetzt auf meiner Site, wenn ich alle Router auf meiner Site ansprechen möchte, wenn ich zum Beispiel die nach ihren, weiß ich jetzt nicht, aktuellen Traffic-Daten abfragen möchte oder sonst irgendwelche Dinge anstellen möchte, dann würde ich das ansprechen über FF05::::2 und kriege ich alle Router auf der lokalen Site. IPv4 und IPv6 lasse ich jetzt elegant weg. So, was ich schon gesagt habe, genau, wie tippt man das Zeug jetzt ein? Im Idealfall also überhaupt nicht, wenn man das im DNS pflegt. Das ist hilfreich. Ansonsten, wenn das nicht geht, weil man zum Beispiel eben erst mit seinen Smart Home Devices anfängt, herum zu experimentieren oder weil man keinen eigenen DNS-Server betreiben kann, will, darf, soll, dann muss man sie gelegentlich eben doch irgendwie eintipseln. Wenn ich die jetzt zum Beispiel im Browser eintipsel, dann ist der natürlich durch diese Doppelpunkte hier verwirrt, weil die Doppelpunkte waren an sich vielleicht eine schicke optische, grafische Idee vom Konsortium, um jetzt die V6-Adressen von den V4-Adressen im ersten Blick zu trennen. Blöd ist halt, dass der Doppelpunkt in einem URI denn die Adresse vom Port trennt und das würde eben einen Browser oder auch diverse andere Clients extrem verwirren. Deswegen setzt man die V6-Adresse in eckige Klammern und dann kommt mit Doppelpunkt hinten der Port, falls man den braucht. Vorsicht, manche Shells reagieren auf diese eckigen Klammern irgendwie anders, als man sich das im ersten Moment erwartet. Und auch sonst bei der Programmierung muss man halt immer wieder mal aufpassen. Hochkomma, Backslashes, was auch immer. Je nach Programmiersprache. Das zweite Fettnäpfchen, in das man treten kann, ist, dass man so aus einer Bequemlichkeit, wie man das früher immer gemacht hat, versucht, irgendwie jetzt mit Regular Expressions IPv6-Adressen zu parsen. Ich kann mir vorstellen, es gibt eine Perl-Regular Expression, die IPv6-Adressen passt. Ich will sie nicht sehen. Ich glaube nicht, dass sie auf den Slide passt. Die für V4-Adressen korrekt ist. Die ist greift, es nämlich nicht. Die greift sowieso zu kurz. Die ist auch schon so, wie deine Folie ungefähr jetzt voll ist. Also auch nicht lustig. Ja, ja, genau. Ja, also das ist ja auch so eine hemdsärmlich schnell mal hingeschrieben. Also works for me. In den meisten Fällen wird das für V4-Adressen passen. CIDR ist da zum Beispiel nicht berücksichtigt, also die Präfixlänge würde ich da gar nicht rauslesen können und so weiter. Also was bisher schon eine schlechte Idee war, ist bei IPv6-Adressen eine ganz, ganz schlechte Idee, nämlich warum? Weil wir diese rausgelassenen Blöcke zum Teil haben, weil wir die fehlenden führenden Nullen zum Teil haben und dann fallen mir jetzt eigentlich keine guten Gründe mehr ein. Aber allein das stellt schon einmal einige Herausforderungen an so einen Ansatz. Die gute Nachricht ist, in Perl zum Beispiel gibt es ein eigenes Modul, das heißt NetAdderIP. Das hat eine Methode Version, dem schmeiße ich eine IP-Adresse hinein in ASCII-Notation und das sagt mir dann 4, für es ist eine V4-Adresse, es sagt mir 6, es ist für eine V6-Adresse oder UNDEF, für das ist gibberisch. Und sowas gibt es natürlich in anderen Programmiersprachen auch, also überall, wo es Tools gibt, um mit IP-Adressen umzugehen, gibt es auch irgendeine Klasse oder eine Methode oder Prozedur, wie auch immer, die das übernimmt. Also mein Tipp hier bitte, sich auf Standardbibliotheken und deren Funktionen zu verlassen, Doku lesen und das nicht versuchen, selber nachzukodieren. So, den Header will ich jetzt nur kurz streifen. Ja, weil wir ja im Smart Sara-Umfeld, im Smart Home-Bereich uns mit diesem Coop Funkprotokoll beschäftigen, wo wir sehr kleine Frames haben und sehr viel Energie sparen wollen. Da ist es ja schräg, dass wir eigentlich mit diesen riesen Adressen operieren. Und noch dazu hat ein kompletter IPv6-Header eine fixe Länge von 40 Byte. IPv4 kann 20 bis 60 Byte haben.
Warum ist das so? Man hat einmal Felder rausgeschmissen, das ist die gute Nachricht, aber manche Felder sind halt ein bisschen größer, zum Beispiel die Source und die Destination Address. Die sind halt jetzt 16 Byte statt 4. Ja, im Detail kann man das dann, glaube ich, der Dokumentation entnehmen. Extension Header ist jetzt auch, glaube ich, wurscht. In unserem Fall, ja, das ist alles, da geht es um Routing, da geht es um Quality of Service Geschichten, die spielen im Smart Home Umfeld keine Rolle. Vielleicht interessant ist, was natürlich sehr spannend ist an IPv6, ist, dass IPsec ein integraler Bestandteil des Protokolls ist, also was in verschiedensten Variationen in IPv4 zurückportiert worden ist. Ich kann mich noch lebhaft an die FreeSWAN, OpenSWAN Implementierungsdebatten erinnern. Das ist jetzt fixer Bestandteil des Protokolls und daher gibt es natürlich einen Authentication Header und einen ESP, also Encryption Security Payload Header. Ich kann also auf IPv6 Adresse nativ authentifizieren und verschlüsseln. Nicht authentifizieren, sondern na doch authentifizieren. Gut, jetzt kommen wir der Sache schon näher, jetzt wird es ein bisschen interessanter, weil wir haben es ja mit zwei, also wenn wir jetzt vom Smart Sara Universum ausgehen, vom Smart Home System, das wir halt versuchen zu skizzieren, haben wir zumindest natürlich zwei IPv6-Netze. Nämlich, wir haben einerseits dieses Coop-Netz, in dem unsere Funknoten drinnen operieren, und dann hinter dem Edge-Router oder USB-Stick, je nachdem wie auch immer man sich mit dieser Coop-Wolke verbindet, wahrscheinlich, damit man sinnvoll damit arbeiten kann, zumindest im LAN auch nochmal ein IPv6-Netz. Und das Coop-Netz, das konfiguriert sich selber. Da kümmert sich das Coop-Protokoll drum, da kümmern sich die Knoten, die Firmware drum. Das macht uns das Contiki-OS, wenn wir unsere Standard-Firmware da jetzt verwenden. Wie das allerdings bei uns im LAN passiert, da müssen wir uns irgendwie auch drum kümmern. Der Standard-Edge-Router, den wir als Image im Projekt drinnen haben, der bringt einen Routing Advertisement Daemon mit, der dafür sorgen kann, dass die Stationen am LAN die richtigen Adressen kriegen. Und wie funktioniert das jetzt? Das funktioniert nicht über schwarze Magie oder sonstige Dinge, sondern das funktioniert über ICMP, und zwar ICMP V6. Das kümmert sich nämlich darum, dass man eine Auto-Configuration von Devices haben, dass man Neighbor Discovery haben, und ja, das sind die wesentlichen Punkte. Und ich glaube, dazu gibt es noch weitere Folien. Genau, Neighbor Discovery. Der erste Punkt ist, wenn in dem Moment, wo man einen Netzwerkstack, der IPv6 aktiviert hat, an ein Netzwerksegment dranbringt, ist auf diesem Segment IPv6-Traffic unterwegs. Das kann man nur unterbinden, indem man V6 einfach abdreht für dieses Interface. Was nämlich passiert ist, dass die Knoten sofort anfangen, sich so eine FE80, eine Link-Local-Adresse zu bauen, und dann schreien sie mal in die Gegend hinaus, hallo, wer ist denn da? Dann beginnt die Neighbor Solicitation. Das heißt, der Client schickt ein Paket hinaus, sagt, hallo, ich hätte gern jetzt diese Link-Local-Adresse, und außerdem wüsste ich gern, gibt es hier irgendwo Router und kann mir irgendjemand ein global routbares Präfix schicken. Das kennt man im Wesentlichen vom DHCP. Nur ist es in dem Fall also kein separates Protokoll mehr, sondern das geht automatisch los, wenn man es nicht deaktiviert auf dem Interface. Das heißt, da schickt der Neighbor Advertisement raus, sagt, hallo, ich bin da, so wie beim ARP, und die anderen Knoten antworten mal, ja, mich gibt's auch, und eventuell antwortet ein Router und sagt, ja, ich bin hier der Obermotz, das ist das lokale Präfix, das ist die Präfixlänge, das ist das Default Gateway, bababam, wie halt im DHCP das auch so passiert. Dann gibt es, ja, das ist dieses Router Solicitation und Router Advertisement. Und dafür gibt es den RADVD, den Router Advertisement Daemon, der auf unserem Edge Router zum Beispiel eben standardmäßig drauf ist und konfiguriert werden will und dann auch entsprechend läuft. Dann kümmert sich das Protokoll um Duplicate Address Detection, damit man nicht, weil ja die Netzwerkinterfaces sich die Adressen selbst konfigurieren, selbst bauen, könnte es ja passieren, dass man irgendwie Duplikate erreicht. Das wird damit ausgeschlossen. Und
Ja, wenn man dann das Ganze in einem sicherheitskritischen Umfeld betreibt, dann wäre Secure Neighbor Discovery interessant, damit man nur Router Advertisements von bekannten Routern zum Beispiel entgegennimmt. Da kann man dann über kryptografische Methoden sicherstellen, dass man nur mit autorisierten Komponenten spricht. Ist aber jetzt einmal im ersten Anlauf nicht wirklich spannend. Auto-Configuration funktioniert, habe ich schon gesagt. Node erzeugt sich eine Link-Local-Adress, schickt an die Multicast-Gruppe All Nodes ein Neighbor-Solicitation-Protokoll-Paket und kriegt dann eben entweder eine Antwort, die da heißt, ja, dich gibt es schon, nimm deine andere Adresse, oder kriegt keine Antwort nach einem Timeout, nimmt sie sich dann. Dann gibt es ein Router-Solicitation-Paket eben an diese Link Local All Routers Adresse, die ich vorhin schon genannt habe, wo dann die Router im Prinzip damit antworten sollten, dass sie, bei mir leuchtet es grün, wenn du akustische Probleme hast. Und die Netzwerkkonfiguration für das lokale Netz hier mitteilen sollten. Ja, und wenn das alles erfolgt ist, wenn das erfolgreich war, wenn es also einen Router gibt, der sagt, ja, ich bin da, ich bin verantwortlich, das ist das Präfix, das ist die Netzwerklänge, die Präfixlänge, das sind die Router, dann tragt der Client diese Daten ein. Funktioniert im Wesentlichen wie DHCP, nur eben jetzt über ICMP. Das ist in dem Protokoll mit eingebaut. DHCP gibt es in IPv6 auch noch. Man kann einen DHCP-V6-Server betreiben. Wenn das im Detail interessiert, den verweise ich jetzt mal ganz ungefragt an den Ralf, der hat sich damit schon beschäftigt. Ich persönlich noch nicht, ich kenne das nur aus Büchern. MTU müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht damit befassen. MTU wird jetzt, findet als beim Verbindungsaufbau schon statt, MTU Discovery, und das wird dann vernünftig verwendet. Ja, über DNS habe ich schon was gesagt, genau, das sollten wir vielleicht da besprechen. Es gibt einen neuen Rekord. Für den A-Rekord hat man einfach drei A's weitergeschrieben, sehr kreativ. Die Adressen sind viermal so lang, also da ist der Record-Typ viermal so lang. Da wird also der Adresse ein eindeutiger Hostnamen zugewiesen, und umgekehrt mit PTR-Records geht es wieder analog. Die E-Records kann man über IPv4 auch abrufen. Der Bind kann die seit der Version 8.4 ausliefern. Die Version 8.4 weiß ich gar nicht mehr, wie alt ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich an den Bind 9 umgestellt habe. Das ist sehr lange her. Also aktuell ist Bind 9.2 oder irgend sowas oder noch mehr, oder 9.4, weiß ich gar nicht mehr. Ja, also das funktioniert schon sehr lange. Und wenn man zum Beispiel mit dem Tool DIG, also DIG, abfragt, was ja früher, wie hieß das früher? NS Lookup, danke, genau. Ist auch schon relativ lang deprecated. 9.9 ist aktuell. 9.9? Ja. Wow, danke. Wenn man mit DIG, also nach Adressen sucht, dann gibt man beim Adresstyp halt A an, dann kriegt man nur die V4-Adresse, oder man gibt das Wort A an, dann kriegt man nur die V6-Adresse. Die PTR-Records schauen jetzt so aus. Die schauen nämlich genauso aus wie die V4-Records. Sie sind von hinten nach vorne genibbelt. Also das wäre die V6-Adresse 2001.05.C0 und so weiter. Ist keine aus dem Dokumentationssegment, schwerer Fehler des Autors von dem Foliensatz. Sowas baut man sich am besten nicht händisch, sondern automatisch. Ich habe das schon, also da ist die Vertipprate einfach etwas zu hoch, die Chance. Der Stand da, dass es für 8 Root-Server Quad-A-Records gibt, der ist hoffnungslos veraltet. Ich nehme an, dass mittlerweile alle Root-Server Quad-A-Records haben. Vielleicht Strich drunter, was heißt das? Ich kann V6-Adressen sowohl über V4 als auch über V6 abfragen aus dem DNS und umgekehrt, weil die Adressen da drinnen sind ja nur die Payload im Antwortpaket. Was aber das in Frage stellt, ist die Frage, warum es eigentlich nur noch 13 Root-Name-Server geben sollte, weil das war so ein Designkriterium bei V4. Ich krieg in ein Antwortpaket, ein UDP-Paket, 13 IPv4-Adressen hinein. Das heißt, wenn ich die Root-Zone nach den Root-Servern frage, dann kriege ich in einem Paket alle Root-Server. Das wird sich mit Quad-A-Records nicht mehr ausgehen in einem Paket. Aber da weiß ich gar nicht, ob das noch als Designkriterium
irgendwie relevant. Inzwischen ist es verpflichtend, da gibt es einen eigenen RFC dazu, dass du DNS auch über TCP unterstützt. Ja. Und damit fällt diese Grenze der UDP-Pakete weg. Außerdem gibt es dieses erweiterte, das eDNS, was irgendwie 4096 Byte oder so kann, in einem Paket, also größere Pakete, die dann teilweise fragmentiert werden, was aber eigentlich aus meiner Sicht ein grauslicher Hack ist. Ja, aber früher wollten sie ja nur 512 haben, weil du ja bei IP nicht die bei IPv4 nicht die großen Pakete hast. Genau, hast du ein MTU-Problem. Ja. Das kannst du nicht vorher aushandeln. Ja, okay, aber das war ein Exkurs. Legacy-Protokolle brauchen wir auch nicht besprechen. Die alten, kaputten Protokolle sind alt und kaputt und für die meisten hat man halt leider irgendwelche Hacks gebaut, dass sie doch noch funktionieren, sogar für Telnet. Quality of Service ist jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich das Kernthema. IPsec habe ich schon angerissen. Ist da noch irgendwas Interessantes dazu? Nö. Ja, oh ja, IPv4, IPv6, IPsec-Verbindungen kann man nicht bauen. Das geht deswegen nicht, weil ja im Header drinnen die jeweiligen anderen Adressen mit den anderen Längen stehen und das geht sie einfach nie nicht aus. Mobile IPv6 überspringe ich, das ist ein lustiges Feature, aber das lassen wir bleiben. IPv6 Security ist sicher ein spannendes Thema, weil ich habe global routbare Adressen. Moment, ich habe, glaube ich, bis jetzt einfach Glück gehabt, weil theoretisch, genau, hätte das Ding jederzeit da lernen können. Ich habe global routbare Adressen bis in jedes einzelne Device. Wenn wir jetzt für unser Smart Home System unser globales Präfix hernehmen, dann kann ich im Prinzip jeden Fenstersensor, jeden Türöffner, sonst was, den ich da habe, global erreichen. Das ist möglicherweise ein Vorteil, möglicherweise nicht. Das muss man sich halt einfach gut überlegen. Globale Adressen sind global erreichbar. Punkt, Ende. Heißt jetzt, die Firewall ist keine einzelne Box mehr. Warum nicht? Erstens habe ich kein NAT und zweitens habe ich möglicherweise, wenn ich das will, Endpoint-to-Endpoint-Verschlüsselung bei IPsec. Das heißt, mein Perimeter-Host ist nicht mehr das Ende des Tunnels und sieht nicht, welche Payload da hinein und hinaus wandert. Er sieht nur noch verschlüsselte Pakete. Und wenn das alles gut aufgesetzt ist, dann hat er einfach keine Chance, da reinzuschauen und kann auf keiner Basis eine qualifizierte Entscheidung treffen, ob er das Paket jetzt durchlässt oder nicht. Außer, dass er sagt, ich lasse generell Pakete in dieses Subnetz nicht durch. Das muss man sich einfach gut überlegen. Und man muss eben sich eine Security Policy wirklich ernsthaft überlegen und die auch bei PCs bis zum Client eigentlich durch runter konfigurieren. Das fängt schon an, wenn man Firewall konfiguriert. IPv6 funktioniert nicht mehr ohne ICMPv6. Früher konnte man ziemlich viel ICMP in der Firewall blocken. Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Es gibt einen eigenen RFC dazu, welche ICMP-Typen man in welcher Form in der Firewall blocken oder nicht blocken sollte. Und den sollte man sich tunlichst anschauen, wenn man das tut. Ja. Also in meiner Firewall sind es allein 10 Regeln nur für ICMPv6 oder so. Mhm. Ja, und im Linux-Kernel ist es auch noch so, dass es ein IP-Tables und ein IP6-Tables gibt. Das sind zwei verschiedene Filtertabellen. Das hat schon so seine Gründe wahrscheinlich, aber man muss halt einfach mal dran denken, dass man den kompletten Firewall-Satz, den Regelsatz duplizieren muss. Also für alle, die ihre Firewall-Regeln händisch schreiben, die müssen es einfach zweimal schreiben. Ich kann Firewall-Bilder sehr empfehlen, das ist ein Open-Source-Tool, was auch verschiedene Backends kompilieren kann. Und da kann man insbesondere bei den Regelbasen anklicken, dass das für V4 und V6 gilt. Mhm. Und dann generiert er aus den Regeln beide. Und das ist, wenn man dann nicht IPv4-Adressen explizit in den Regeln drin hat, was man natürlich oft hat, dann muss man Hostnamen nehmen oder irgendwas und denen beides verpassen, was geht. Dann kann man sehr viel erschlagen bei der Migration auf V6. Die Namensauflösung vom FE-Bilder erfolgt dann beim Kompilieren der Regeln. Typen und gibst denen einen Namen. Das passiert statisch in der Regel, nicht ist in DNS. Ein Exkurs, ja. Aber danke für den Hinweis, ja, also dass der FE-Bilder das kann. V6-Tables wird im Kernel, glaube ich, jetzt NF-Tables oder irgend so heißt. Genau, das ist der nächste, Schritt. Das wollte ich gerade sagen. Genau, das Projekt gibt es schon seit 2 oder 3 Jahren. Also ja, aber es ist jetzt irgendwas, glaube ich, schon gelandet im Kernel oder ist
ist kurz vor dem Merge. Das ist die NFTables, ist die neue Generation vom Netfilter. Soweit ich zurückblicken kann, ist es das vierte Mal, dass ich Firewall-Regeln umschreiben muss. Aber ist halt so. Und das NFTables kann dann eben beide Protokolle in einem Interface. Was jetzt schon sichtbar ist, ist, dass manche manche Module anders heißen. X-Tables oder also XT irgendwas statt NF. Mhm. Ja, Endpoint-to-Endpoint, IPsec habe ich schon erwähnt, ist gut und schlecht gleichzeitig. Man muss sich halt einfach Gedanken drüber machen, was man da eigentlich wirklich tut. Privacy lasse ich jetzt außen vor, weil ja, die Link-Local- und Global-Unicast-Adressen im Default, also wenn ich Linux-Kernel standardmäßig betreibe, dann kriegt jedes Interface, habe ich schon gesagt, kommt die MAC-Adresse in die Netzwerkadresse hinein und damit ist natürlich das Gerät trackbar. Also egal in welches Subnetz ich mich jetzt bewege und wenn ich irgendwo im freien WLAN in keine Ahnung wo bin, dann ist der hinterste Teil meiner IP-Adresse trotzdem dasselbe und ich bin dann natürlich verfolgbar, besser als durch jedes Cookie oder sonstige Dinge. Kann man aber auch abdrehen. Es gibt einen pseudo-zufälligen Interface-Identifier oder wenn ich das in einem Firmennetz mache, dann verwende ich halt DHCP und nehme kurze List-Times und rotiere diese Teile hinten häufig. IPv4, V6 Transition ist uns jetzt vorläufig egal, außer dass wir eine Zeit lang noch leben werden damit, dass beide Protokolle am Netz unterwegs sind. Das heißt Dual Stack, das heißt, dass die Clients eben sowohl IPv4 als auch IPv6 Adressen haben und man dann damit irgendwie umgehen wird müssen. So, das wäre Tunnelbroker, wurscht, Quellenliste auch wurscht. Also nicht wurscht, aber ich schicke dann noch über die OSD-Liste einen Link aus, wo man diese Folien kriegt, beziehungsweise wer da bis nach unten schaut unter smekal.at, gibt es irgendwo versteckt einen Link, versteckt ist er nicht, aber man findet dann den Foliensatz da auch irgendwo. Okay, jetzt habe ich gerade festgestellt, eigentlich hands-on war da jetzt nicht wahnsinnig viel für unsere Situation dabei. Ich versuche das jetzt nochmal freihändig da zusammenzufassen, was heißt das jetzt für uns? Wenn ich jetzt also so ein Koop-Netzwerk aufbaue und mein Smart-Home-System mir definiere und bauen möchte, was brauche ich? Ich brauche zuerst einmal zwei Präfixe. Ich brauche eins für mein LAN und ich brauche eins für mein Funknetzwerk. Oder sagen wir so, ich brauche für jede Funkwolke, die ich aufbaue, für jedes Koop-Netz, brauche ich ein eigenes Präfix. Sonst werde ich mich irgendwie nicht mehr zurechtfinden in dem Netz. Welches Präfix nehme ich jetzt? Gute Frage. Nicht so einfach zu beantworten. Ich kann mir einerseits... Wo sind Sie? Ding, was du gerade über die allozierten Netze als Link ist zum Beispiel Funkfeuer eingetragen, by the way. Also Funkfeuer hat einen eigenen IP-Range auf dem Top-Level-Dings da. Ah, ja, okay. Ja, die spielen recht groß mit. Ja. Also sie haben viel vor. Genau. In dem Bereich. So, papapapam. Wo habe ich da gesagt, welche Präfixe es gibt? Ne? Das muss da in irgendeiner von diesen Folien gewesen sein. Genau. Also entweder ich bastel mir sowas da, FD00, dann 40-Bit Random-ID, 16-Bit für meine Subnetze, da kann ich halt, was ich, 1 fürs LAN, 2 fürs erste Koop-Netz, 3 fürs zweite und so weiter, oder irgendwas anderes bauen. Ich kann auch hernehmen dieses Dokumentationsnetzwerk, das da wieder, oh ja, da, könnte ich auch verwenden, solange ich das jetzt einmal im Testbetrieb habe. Ja, das wären einmal Ansätze. Der nächste Ansatz ist, ich frage meinen ISP. Bitte, lieber Provider, gib mir doch ein /56 Präfix her. Das teile ich mir dann intern in meine Teile auf und los geht's. Es gibt schon Provider, die das können und machen. Es sollten eigentlich alle machen, schon längst und können. Und was ich vor Jahren einmal probiert habe, ist mir direkt von der IANA ein Präfix zu holen, weil das war damals in der Literatur. In der Literatur so beschrieben war, dass man sich also eigentlich jetzt diese Präfixe direkt von der IANA holen kann. Die hat mich dann an den Lehrer, also an den lokalen Registrar verwiesen. Da bin ich dann im Endeffekt wieder, weil die gesagt hat, ja, kriegst schon ein Präfix, das kostet auch nichts.
Du musst aber ein aufrechtes Vertragsverhältnis mit der IANA haben und das kostet, glaube ich, mindestens $50 im Jahr oder so, dort Mitglied zu sein, und das lohnt sich nicht. Also ich soll zu meinem lokalen Registrar gehen und den um Adressen fragen. Das wäre also dann die RIPE gewesen in unserem Fall. Die hat dann gesagt, nö, geh zu deinem ISP. Und dann bin ich zu meinem ISP gegangen und der hat gesagt, ja, ist kein Problem, da hast und fertig war es. Also es war eigentlich nur eine administrative administrativer Lauf. Also mit deinem ISP damals Glück gehabt. Ich habe meinen ISP rechtzeitig sorgfältig gewählt. Ja. Und es ist, ja, genau. Ich habe kein Kabelmodem zu Hause. Ich weiß nicht, wie es aktuell jetzt mit den gängigen Providern ist, die formal gibt es meinen ISP nicht mehr, der ist gekauft worden. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich den jetzt frage nach einer V6-Adresse. Also bei UPC ist es so, dass alle neuen Anschlüsse in diesem Bezirk gehen automatisch in die V6, weil es keine 4-Adresse mehr haben. Und man kriegt genadete 4er um ein 6er-Präfix. Dann die außerhalb von Wien in Niederösterreich, die Firma kennen Sie damals? Die frühere Capsi, die dann eine Anderskassen hat, die auf dem UPC dann wieder gekauft worden ist, die werden gerade alle umgestellt. Also ich kenne Leute, die in Österreich wohnen, die in Burgersdorf, glaube ich zum Beispiel, die sind alle umgestellt worden. Da kam der Techniker, da steht das UPC-Modem aus, also das Kabelmodem dort, also das, also die Telefonleitung zu teilen, und die haben jetzt dort überall IPv6. Und was für Präfixlänge? Wahrscheinlich /64. Nein, kürzer. 56. Okay, also ab 56 ist es ja eh sportlich. Ja, nur für mein Verständnis jetzt. Wie setzt ihr das im Heimnetzwerk dann vor? Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, er kriegt vom Provider also die IPv6-Adresse und das Modem Castle sagt dahinter, kannst du mal weiter mit dem 4er weiterfahren? Oder? Ja, das Modem, also das Castle von UPC ist ja runter. Der hat eine 46 oder 42 oder so, ja. Das heißt, alle Router von denen hängen schon im Netz und dir bleibt dann eine 56er übrig. Und von 56 bis 64 kannst du alle Bits frei vergeben. Ich glaube, die Frage war, wie das mit dem V4-Netz dann ist. Genau, wie sieht das? Das Kabelmodem. Das ist dann genadet und bis 10er. Genau. Das also er hat zum Beispiel seine 4er verloren bei der Umstellung. Die war weg. Seine öffentliche, globale. Und hat nur noch eine 10 irgendwas bekommen und konnte sie in den Server nicht mehr erreichen, da das klärt. Dann hat er angerufen und gesagt, ja, sie sind umgestellt worden. Okay. Was soll ich machen? Ja. Die DNS. Also er hinten hat es eigentlich nicht gemerkt, weil er alles mit 4er Weise weiter hat, wie er sein Netzwerk halt daran konfiguriert hat. Naja, er hat schon gemerkt, weil plötzlich hatte er nicht eine V6-Adresse, eine öffentliche. Weil sie runterkommt, das automatisch, wenn er sich gekauft hat, privat und reingesteckt hat. Wenn welche Marke das ist, das hat er halt im Betrieb gehabt, der Router hat das sofort gemerkt und hat automatisch ein IPv6-Netzwerk aufgebaut. Das ist ziemlich peinlich, wenn man dann keine Firewall-Rules hat für IPv6. Ja, die. Wenn die wissen, Windows-Systeme macht das natürlich Probleme, ja. Ja, aber die Linux ist, glaube ich, nicht so tragisch, dass es so viele Viren gibt. Die gute Nachricht dabei ist aber schon die, wir haben 64-Bit. Im Subnetz. Selbst wenn ich das Subnetz weiß, auf das ich losgehen will, Nmap macht einfach keinen Spaß mehr. Ja. Es ist, auch wenn ich im 10 Gigabit-Netz mit voller Leistung rauspinge, brauche ich Monate, um das ganze Netz abzugraben. Das kannst du de facto nicht mehr. Das ist irrelevant. Also oder man muss groß, sich davon verabschieden, dass ein Firewall ist. Ein Firewall ist kein Firewall. Das schützt dich ja nicht vor Angriffen. Das ist ja ihr Glaube. Da muss man mal nur ansetzen. Ne? Du kannst dich durch Firewalls nicht schützen. Warum? Aber weil es einfach zu viele Dienste gibt, die du benutzen möchtest, die wieder so viele Löcher reinmachen, dass irgendwie ein Gießkanne ist. Also ich meine, es ist mundartlich gesprochen. Ja? Also man darf sich nicht darauf verlassen, nur wenn man einen Router kauft, dass das irgendein Schutz darstellt. Wie man eh gehört haben, wir haben mehrere Bugs hinter und sonstige Sachen. Das ist nur der Bug. Das heißt, auch wenn man nur Windows 4 hat, ist man gut beraten, seinen Rechner zu schützen, nämlich die einzelnen Device zu schützen. Das heißt, für den Schutz Windows 4 und 6 ist heutzutage nicht der Unterschied mehr. Also kann man nur jedem raten, schütze deine Knoten. Auf der anderen Seite, wenn du Stateless Auto Configuration, so wie jetzt vorgestellt, benutzt, dann hast du eigentlich
wenn du weißt, es ist zum Beispiel ein Apple, den du erreichen willst, hast du nur 3 Byte, die du entmappen musst, wenn du das Präfix weißt. Ja? Also damit reduziert sich das Ganze natürlich schon. Also Slash 64 im allgemeinen Fall, ja, nur die meisten Ethernet-Karten haben halt nur 6 Byte MAC-Adressen und davon sind 3 Byte herstellerspezifische Angabe, die für jeden Hersteller gleich ist. Das heißt, wenn ich weiß, dass du ein ThinkPad da dranhängen hast, habe ich nur noch 3 Bytes zu scannen. Ja? Oder noch weniger, weil die weil also auch innerhalb der Hersteller die Ranges kürzer sind. Das ist wohl richtig. Das ist jetzt wieder für die Windows-Nutzer die bessere Nachricht, dass Windows nämlich bei der Stateless Auto Configuration zufällige Host-Bits würfelt. Der Linux-Stack macht es eben standardmäßig genau anders. Er nimmt die MAC-Adresse und schmeißt in der Mitte so ein Stuffing-Ding hin. Ist das random, was er in der Mitte reinwirft? Nein, das ist FFFE, kommt da rein. Es kommen die ersten 3 Byte, dann kommt FF, dann kommt FE und die nächsten 3 Byte von der MAC-Adresse. So wird das auf 64-Bit aufgeblasen. Außer man hat schon eine neue 64-Bit lange MAC-Adresse, dann kommt die natürlich komplett da rein. Aber die alten sind ja nur 48-Bit lang, dann muss man in der Mitte rein stuffen. Aber wir driften jetzt da ganz weit weg. Die Frage war eigentlich vorhin kurz, wie ist das, wenn ich jetzt schon, wenn mir mein ISP schon eine IPv6-Adresse hergibt und mich dann in ein lokales, genattetes IPv4-Netz einsperrt, dann schaut das ähnlich aus wie hier. Dann stellen wir uns jetzt einmal vor, das wäre das IPv6-Internet. Das ist mein Kabelmodem oder DSL-Router oder wie auch immer. Der macht dann einfach da nach innen, spielt der DHCP-Server, vergibt diese RFC 1918 Adressen an die IPv4-Clients und packt da alles in einen Tunnel und schickt es dann zum ISP und bricht dort über NAT ins IPv4-Internet aus. Heißt für uns jetzt für Smart-Home-Geschichten eigentlich wurscht, genauso als hätte ich nur eine V4-Anbindung. Umgekehrt, wenn mir mein Internet-Service-Provider bis hierher V6 bereitstellt und sogar herein eben ein /56-Netz zulässt, dann habe ich es schön, weil dann kann ich eben 256 Netze nach eigenem Gutdünken gestalten und mich da drin frei bewegen. Da empfiehlt sich dann, ein gutes Buch zur Hand zu nehmen über Routing und ein weiteres gutes Buch über Firewalls und die mal von Cover zu Cover durchzulesen, bevor man das alles macht. Aber das führt uns jetzt zu weit. Wie schaut das jetzt in der Praxis in der Vergabe aus? Das kann ich auch nochmal kurz herzeigen. Was heißt denn das jetzt? Diese Show-Effekte da sind lästig. So, angenommen, ich kriege jetzt also von meinem ISP dieses Präfix zugewiesen. Und zwar in /56, dann hört das da auf. Dann kann ich hierher gehen und sagen, okay, 00 ist mein LAN. 01 wäre jetzt zum Beispiel meine erste Funknotenwolke. Und da hinten vergebe ich jetzt wieder die Adressen so, wie ich das haben möchte. Und 02 ist die nächste Funknotenwolke und so weiter. Und diese Netze trage ich dann eben entsprechend auf den Routern ein und muss mich dann hausintern ums Routing selber kümmern. Das ist alles, was vom Internet dann hereinkommt an Antwortpaketen, kommt direkt aus dem Kabelmodem blub, auf meinen ersten Router. Und da muss ich mich also darum kümmern, dass der sich auskennt, wo die Subnetze weiter zu routen sind. Vielleicht noch ein paar kleine Tipps. Wenn ich jetzt hergehe und mir wirklich selbst Subnetze baue und auch selber Hosts da drinnen eintrage, es ist natürlich schick, dass sich die Hosts eben über die MAC-Adresse diese dynamischen Adressen selber bauen, aber die sind einfach relativ schwierig zu merken. Was man durchaus machen kann, was allerdings an sich ein zweischneidiges Schwert ist, man kann sich nämlich hinten diese 64-Bit natürlich auch selber gestalten. Ich kann meine Hosts von 1 zu zählen beginnen. Erster Host hat 1, 2, 3, 4, 5, zack. So. Oder ich kann auch, wir haben ja ASCII, hexadezimale Zahlen. Ich habe in dem jetzt Beispiel gar keine lustigen Adressen drin. Normalerweise habe ich mir dem einen Spaß erlaubt. Man kann zum Beispiel Kaffee da hineinschreiben. Cäsar, Anton, Friedrich, Emil. Wenn ich jetzt sage, das ist das Netzwerk in der Küche oder in einer Firma in der Kantine, dann ist halt Kaffee mein Küchennetz und dann habe ich, was weiß ich, Beef für
Aber ja, Dead Beef, Cafe, Babe, was gibt es noch alles? Ja, es gibt auch ein paar nicht jugendfreie Varianten, wenn man sich da ein bisschen kreativ mit diesem Leadspeak-System austobt. Also da kann man sich, Adressen bauen, die man sich auch merken kann. Wo man einfach sagt, ich kann einen Zusammenhang konstruieren und kann die Dinge aufschreiben. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel eben in diesem Dokumentationsnetz befinde, dann habe ich ja hier satte, ja, nahezu unendlich viele Möglichkeiten, mir da Segmente zu bauen, die ich mir eben auch merken kann. So, jetzt haben wir gesagt, wir haben, also Empfehlung eben, ich sollte mich darum kümmern, dass ich ein /56-Netz zu Hause irgendwie kriege, damit ich das in Subnetze unterteilen kann. Ich muss mich darum kümmern, dass meine Router voneinander wissen. Das kann ich jetzt endlich entweder machen, dadurch, dass ich es händisch eintrage, oder wir haben auch in unserem Stack da in dem Smart Zara-System verwenden wir derzeit den Bird Routing Daemon, der RIP-NG spricht. Das ist also das RIP-Protokoll, das RIP-Routing-Protokoll für IPv6. RIP an sich hat extrem viele Probleme, die in großen Netzen schlagend werden, aber für unsere kleinen Netze ist das egal. Und damit können sich die Knoten dynamisch die Routen dann eben austauschen. Das läuft auch wunderbar, die Konfiguration ist relativ einfach und überschaubar und es läuft wunderbar auf diesen kleinen Devices, auf diesen Digi-Modulen oder auf einem Raspberry oder so, ist das überhaupt kein Problem. Und dann spare ich mir das eben, meine Routen alle händisch zu konfigurieren. Und die nächste Empfehlung ist es auch, den Knoten irgendwie sinnvoll entsprechende Adressen zu geben oder aber sich relativ bald darum zu kümmern, irgendwie das Ganze über DHCP abzuwickeln. Wie kann ich das machen über DHCP? Ich habe die fünf Module, die haben eine fixe MAC-Adresse. Ja. Das heißt, ich muss mir auf irgendeinem Rechner einen DHCP-Server installieren, der IPv6 kann. Einen DHCP-Server brauche ich nicht, ich brauche einen DNS. Einen V6-fähigen DNS. Das kann ich jetzt mit dem Bind machen. Da macht das, wenn man es das erste Mal macht, relativ wenig Spaß, also da weiß man dann, was eine steile Lernkurve ist. Wenn man das habe ich jetzt allerdings noch nicht ausprobiert, es gibt einen DHCP-kombinierten Server, der heißt DNS-Mask. Ja. Der ist recht schick und praktisch, den habe ich allerdings nur unter IPv4 benutzt. Und der funktioniert auch dort nur, also im Standard-trivialen Heimnetzfall funktioniert er. Was er nicht kann, ist DHCP Relay zum Beispiel und auch bei den erweiterten DHCP-Optionen hat das so seine Bugs gehabt. Dafür kann man zum Beispiel. Markus lächelt wissend, wir haben das in einer gemeinsamen grauen Vorzeit in einem Unternehmensnetz mit 17 Standorten eine Weile betrieben, bis wir dort an die Grenzen gestoßen sind, aber im Heimbereich muss das funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob der DNS-Mask IPv6 kann er? Kann IPv6 und hat riesige Vorteile, wenn du zu verschiedenen Peers interne Netze aufbaust, dann kannst du ihm sagen, für welche Domain er welchen Nameserver upstream fragen soll. Ja. Und du kannst ihm auch sagen, für welche Number Ranges er welchen Nameserver für den Reverse Lookup fragen soll. Ah, und das ist sehr praktisch. Also ich habe Connections zu mehreren Kunden und habe eine Namensauflösung, die across everything work und funktioniert mit DNS-Mask. Und das Ding rennt auf so typischen OpenWRT-Devices, also auf so kleinen Routerli, die man sich mit eigenem Linux flasht. Und damit kann man ziemlich viele nette Sachen machen. Ja, ja, dann ziemlich schmalen Fußabdruck. Das können wir uns anschauen. Ja, ob man den am Digi-Modul noch unterbringen, ist die Frage, aber am Raspberry geht das locker. Ja. Was auch schick ist am DNS-Mask, ist, dass die Konfiguration in einem ASCII-File ist. Also da brauche ich keine spitzen Klammern und keine Semikolon hat er schon auch, glaube ich. Aber die Syntax ist wesentlich einfacher als die von Bind und ich muss Forward und Reverse so nicht getrennt pflegen. Also sobald du das machst, was ich gerade gesagt habe und mit verschiedenen DHCP-Optionen spielst, ist die Syntax sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, also bei DHCP-Optionen habe ich schon gesagt, also wenn man DHCP wirklich ausreizt, stößt man mit dem DNS-Mask schon bald an seine Grenzen. Aber für jetzt. Er kann alles, sobald du es numerisch eingibst. Aber ja. Und du kannst ihm sogar sagen, für welche Devices du wie und so weiter.
Aber du willst es nicht, ja. Oder also nur für Spezialfälle, ja. Die genaue Ursache, warum wir ihn damals doch wieder durch den ESC DHCP-D ersetzt haben, habe ich verdrängt. Ich weiß es nicht mehr, aber es war eben diese Komplexität, ja, die dann irgendwann nicht mehr zu handeln ist. Aber wie gesagt, nochmal, fürs kleine Heimnetz mit Smart Home Devices ist das the way to go, weil es einfach, ich trage die MAC-Adresse und den Hostnamen einmal in dieser Tabelle, in diesem File ein und habe meine Forward- und meine Reverse-Zone erledigt. Ich brauche mich nicht um diese scheußlichen, rückwärts genibbelten Pointer-Records kümmern, weil das macht ja alles selber. Ja, und dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon alles Rüstzeug beisammen. Ne? Wir können unsere Knoten dann über den Browser, über das Copper-Plugin erreichen, wenn wir die IPv6-Adressen in eckige Klammern stellen. Oder, weil wir ja unseren DNS-Mask konfiguriert haben, brauche ich sie ja nur noch ansprechen nach entsprechenden Namen. Ja, so, jetzt mich mit Fragen, Kommentaren zu bewerfen. Ich bin sehr dankbar übrigens für die Zwischenkommentare, die waren sehr hilfreich. Du hast jetzt auf einer der Folien, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, erwähnt, dass die minimale MTU-Size von IPv6, was weiß ich, wie groß ist. Ja. Und natürlich kriegt man das im Funknetz nicht unter in den Backerl, ja? Ja. Da. 1280b rechts unten. MTU. Ja, genau, da. Das gilt eben für IPv6 für Erwachsene, also für Standard-Hosts, das ist das Standard-Protokoll über Routing global. Das gilt nicht für unsere Funknetze. Wir müssen uns aber darum auch nur beschränkt kümmern, weil wir mit unseren Funkknoten ja über das CoAP-Protokoll sprechen. Wir sprechen mit ihnen ja kein natives IPv6. Wir adressieren sie zwar über IPv6-Adressen, aber was passiert jetzt an der Kante zwischen unserem echten, ernsthaften V6-Netz und dem CoAP-Netz, der Edge-Router, zieht ja im Prinzip das Präfix ab und kontaktiert die Knoten nur noch über ihre MAC-Adressen. Du musst eigentlich 6LoWPAN sein. Und CoAP ist doch der nächste. 6LoWPAN, ja, danke, genau. CoAP ist Application Layer, Transport Layer ist 6LoWPAN. Ja, danke. Ja, schon wieder viel zu lange mich nicht mehr aktiv beschäftigt mit der Materie. Ja, also das 6LoWPAN, danke. Hilft mir da, das 6LoWPAN schmeißt einfach einmal die halbe Adresse sowieso weg, weil in der 6LoWPAN, die 6LoWPAN-Netze sind ja Stub-Netze, aus denen wird nicht mehr weiter geroutet. Das heißt, ich brauche dort das Präfix überhaupt nicht mehr. Damit wird die Adressierung schon mal halb so groß. Und dann, jetzt kommt CoAP ins Spiel, sprechen wir ja primär CoAP als Applikationsprotokoll und das CoAP ist sowieso so gebaut, dass es sehr klein und kompakt ist. Ich habe begonnen, eine CoAP-Implementierung in reinem Perl zu schreiben und weiß daher, wie der CoAP-Header, ich weiß es nicht mehr, wie der CoAP-Header aufgebaut ist. Ich habe mich mit dem RFC beschäftigt, also mit den Drafts. Das ist fürchterlich. Also da werden wirklich, die Bytes werden für, also ein Header-Byte wird für 4, 5, 6 Felder verwendet. Die sind da einfach teilweise in Bits oder in 3-Bit drinnen und das ist entsetzlich. Aber es macht halt die Pakete schön kompakt. Deswegen gilt das, was hier in den Folien steht. Die MTU-Size von 1280 nicht für. Die sind schon, ja. Das sind total. Dann machen die den Trick, die machen eine Header-Compression und machen Fragmentierung. Ja. Das heißt, was der Göster sagt, stimmt alles. Wenn du ein kurzes Paket sprichst, passt es in den 802.4 Frame rein und die Sache ist erledigt. Wenn es aber jetzt nicht reinpasst, hat das zweite Bagger nicht wieder den ganzen Frame, nämlich den Header mit Quelle, Ziel und MAC-Adressen, sondern nur noch eine fortlaufende Nummer, wo die Empfänger dann erkennen, das gehört ihnen. Also nennt man Header-All-Compression mit Fragmentierung. Und durch diese Fragmentierung passen das zweite Packerl mehr Daten rein ins erste und so stoppelt man das wieder zusammen. Man sollte das natürlich schon vermeiden, wenn es geht, aber wenn man so einen File-Transfers macht über 6LoWPAN und so, dann wird das alles verwendet. Ja. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Firmware over the air Firmware-Update. Ja. Da kommt man mit einem Paket nicht aus. So lange Pakete auch über 6LoWPAN versenden, dann muss man sich bewusst sein, die werden zerstückelt und jedes Stückel kostet Energie. Und dann kommt dazu, dass halt die Wahrscheinlichkeit, dass eins von den Stückeln halt nicht ankommt, größer ist und damit wird es wiederholt und, ja, wird es wiederholt und so weiter. Ja. Aber man rettet sich eben, dass man meistens mit einem Backel durchkommt. Und deswegen wurde eben vorgefunden, dass man mit einem Backel durchkommt.
Das muss man jetzt sagen, was mit dem Firmware, das heißt, die Geschwindigkeit leidet natürlich auch drunter. Ja, ja, klar. Ja, ja, also wir sind im... Das heißt, das Firmware-Update saugt nur die Batterie mehr und die Zeit. Wir haben Übertragungsraten im Kilobit-Bereich. Aber es hat also natürlich nicht jedes Device nur eine Batterie. Also es gibt ist ja durchaus Geräte, die, was weiß ich, in der Wandsteckdose sind. Die Woche hat den Firmware nicht allzu oft. Hoffentlich, ja. Genau, das, das ist im Moment, wir behalten es ja derzeit im Hinterkopf, dass wir das als Feature mal haben wollen. Im Moment gibt es ja, implementiert haben wir es ja noch nicht. Aber wollen wir dann mal machen. Interessanter wird es nicht in der großen Ausprägung, wenn man dann die virtuelle Maschine auf der Koop-Node laufen lässt, weil man dann ja eventuell die Steuerlogik als eigene virtuelle Maschine hin und her schickt, und das würde man dann schon, das wäre dann eine Art, nicht komplettes Firmware-Update over the air, aber ich würde doch einen größeren, die ganze Logik jetzt neu rüberschicken. Wenn das jetzt in Lua oder in dieser C-ähnlichen Sprache von Clifford dann, wie auch immer das dann implementiert ist. Da bin ich jetzt im Detail nicht im Stand. Das wird man Firmware-Update im Moment eher machen, indem man jedes Gerät direkt an einen anderen Rechner ansteckt oder so, oder? Ja, solange die Knoten nicht auf dem Wippel von der 15 Meter hohen Fichte draufhängen, ja, und so, ja. Nehme ich den Knoten, hänge an ein FTDI und schreibe die Daten, flash das einfach direkt rein. Ja. Aber wenn ich dann einmal... Je mehr Knoten, dass ich habe, desto komfortabler wird es. Dann genau. Ich kaufe, dass ich von mir aus noch die Batterie wechseln müsste, wenn es sein müsste. Aber ich meine, es sind genau. Leute, wie verwenden wir dann den Arduino-Bootloader, oder? Da auch immer in der Arduino-Ports drin ist. Es gibt aber Leute, die schreiben Bootloader, die Firmware über die Air beherrschen. Die auch mit Computing funktionieren, die haben wir nicht probiert. Die gibt es. Und es gibt auch jetzt schon neuere Chips, die Firmware over the air auch teilweise in Hardware unterstützen. Das sind ganz neu. Und die auch Verschlüsselung IKEA-Verzeihung kann unterstützen. Die haben wir noch nicht verwendet und noch nicht ausprobiert. Diese Situation bessert sich und es ist denkbar, dass es in einem oder zwei Jahren, dass es alles Standard ist. Ja. Noch ein Punkt, den man da nicht vergessen darf. Wir sprechen im Moment von unseren kleinen experimentellen Netzen, aber der Standard soll ja auch in Campusgröße funktionieren. Und wenn ich jetzt irgendein Schulwart bin und ich habe ein Schulhaus mit 40 Klassen, dann habe ich da sicher 300 bis 500 Nodes oder mehr drinnen. Da habe ich die Heizungssteuerung, die Fenstersensoren, da habe ich Lichtaktoren, Steckdosen. Potenziell jede Glühbirne und so weiter. Knoten. Genau, prinzipiell potenziell jede Lampe. Und da möchte ich erstens nicht Batterien tauschen rennen und zweitens möchte ich da nicht jeden Knoten rauszupfen, Firmware flashen und wieder einbauen, weil dann bin ich mit nichts anderem mehr beschäftigt, als mich um das Netz zu kümmern. Selbst wenn ich Batterielaufzeiten von einem Jahr habe und selbst wenn ich Firmware-Updates nur alle, weiß ich nicht, 3 Jahre mache, ist es egal. Ja, das dauert immer ewig, egal wie man das ansetzt. Und deswegen ist es schon perspektivisch wichtig, dass man auch über solche Dinge redet und dass man das im Hinterkopf behält, dass das möglich sein muss. Wenn du ein Rohr hast, aber der Zugang ist ja nicht immer da. Eine Steckdose nehme ich bald einmal raus und mache es auf, aber wenn das ja irgendwo verbaut ist, je nachdem. Genau. Wenn ich das entsprechende Aufwand betrifft. Wenn ich diesen Unterputzlichtaktor habe, wo ich also einfach hinten in der Lichtsteckdose drinnen mein Device habe, das mag ich nicht dauernd rausschrauben, dann muss ich entweder bin ich vorsichtig und mache den Stromkreis platt, dann arbeite ich im Finstern oder mit der Stirnlampe. Oder ich bin ein Held, dann habe ich entweder Angst oder wird geröstet. Oder beides. Also, es ist irgendwie unschick. Das ist den Computer, weil das ist eigentlich nicht thermisch getrennt. Gut, wobei beim Steckdosenaktor ist es ja wurscht, der wird eh unsere Spannung oder so sein. Ich meine, aber das Update, wenn ich das Firmware-Update schreibe. Ja. Wenn ich es nicht over the air, über Koop mache, muss ich anstecken. Ja. Dann muss ich mit Kabeln zu Kabeln und dann habe ich da irgendwie Potenzialunterschiede. Das ist eh over the air, aber das ist der Stromverbrauch ist egal, ja, genau. Also schwerpunktmäßig ist es so, OS Domotics, also wir verwenden das ComputerOS Betriebssystem, und der Schwerpunkt der ComputerOS und der ganzen Community ist so, dass heuer der Schwerpunkt ist, den IPv6-Stack da drinnen sitzt verstanden, zu optimieren auf Kleinheit und Stabilität. Und der zweite ganz große Part ist DTLS, also Verschlüsselung einzelner Dienste. Also wie HTTPS gibt es auch CoreOS, das wird dann über TLS gemacht. Und wenn es über UDPS ist, nennt man es dann DTLS. Das ist eben ein Anwendungsprotokoll TLS. Und der zweite große Part, um den wir uns gerade kümmern, ist IPsec, um den wir uns auch kümmern.
Es gibt schon Forks, wo das schon alles funktioniert. Und das wandert jetzt schon langsam auch in das Main-Contiki und die immer stabiler. Also wenn wer will, braucht man suchen Contiki IPsec und findet schon die Forks und kann sich das kompilieren. Oder Contiki DTLS oder Tiny DTLS, da findet man auch. Wie macht man das? Bei DTLS, es gibt die Tiny DTLS-Lib, derer kann man sagen, kompiliere ich für Contiki. Das tut man den ganzen Source Code in den App-Ordner rein und Contiki. Und dann kann man das Ganze kompilieren, das Core mit Security. So einmal mundartlich gesprochen, in der Praxis heißt, da muss der Freak sein. Ne? Also für nur 15 User ist das noch nichts. Es gibt jetzt aber schon gute Demos, wo das auf Knopf drückt. Und wir versuchen das auch einzubauen und tauglich zu machen. Da hast du nur mehr ein kleines Config-File und da schreibst du rein, das was verschlüsselt, DTLS oder IPsec. Dann hast du eine Config-Datei, wie man es gewohnt ist auf dem PC, welches IPsec fasst du, mit Bridge-RFTs, mit Zertifikaten, IKIV2 oder nicht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, über Access-Control-List zu fahren. Ja? Das kann man P-Core fahre mit Bridge-RFTs und Firmware-Updates mit Zertifikaten. Das kann man sich dann beliebig wünschen, also man kommt immer mehr dem System näher wie ein PC. Das ist schon Realität, das funktioniert aber alles schon. Was noch nicht Realität ist, dass es dann nur noch 15 User in einer annehmbaren Zeit ganz komfortabel machen kann. Ja? Das heißt, ich meine, wir kennen uns ein bisschen aus, aber wenn ich das mache, brauche ich eine halbe Woche, bis das funktioniert. Das ist nicht gangbar, aber das ist einfach. Ja, bei dem Stichwort folgt mir. Bis zum Ende des Jahres soll das alles, also